Livestream. Montag, heute Abend, erster Abend, live aus der Metamorph-Liga. Ja, spannend. So, gestreamt wird jetzt wieder Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Auch gleich mal kurz angesagt. Und nächste Woche ist ja die Weihnachtswoche, dann werden wir nur Montag streamen. Und die Woche drauf dann Montag und dann geht es, glaube ich, warte mal, 1., 2., ich glaube, 2. ist ein Donnerstag. Dann geht es am Donnerstag wieder los. So, alles gesagt, was ich sagen musste. Ja, spannende Liga. Spannende Liga. Hier kann man wirklich sagen, die Liga der unerwarteten Tode. Die Bosse sind ein bisschen knackiger geworden. Ja, aber es macht trotzdem Spaß. Ja, was machen wir heute Schönes? So, ich bin auch echt früh dran heute, ne? Ja, vor 21 Uhr. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, noch ein bisschen, ein bisschen quatschen wollen wir noch. Also ich habe hier einen Ballista-Waldläuferin, habe ich mir gemacht. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen, aber irgendwas mit Bogen. Hatte mir überlegt, ob ich, gab jetzt mehrere Varianten, ob ich entweder sage, gut, ich mache mir jetzt tatsächlich, geliebäugelt habe ich ja mit dem Lichtbogen Totem Templer, habe mich aber dann hier für diese Variante entschieden. Weil ich mir dachte, das wäre vielleicht auch ein bisschen viel Lichtbogen. Auch wenn das andere nachher ein wilder Schlag werden wird, was auf YouTube im Let's Play läuft. Aber sieht dann doch irgendwie ziemlich gleich aus. Ich könnte mir auch vorstellen, das vielleicht noch als dritten Char zu machen. Ich muss mal gucken, da habe ich noch so ein paar, vielleicht doch nochmal was Experimentelles. Ich weiß noch nicht, es kommt ein bisschen drauf an, wie wir durchkommen. Nas, guten Abend, herzlich willkommen. Wie läuft's, Nas? Läuft gut, hoffe ich. So, naja, jedenfalls habe ich mich hier für diesen, ich wollte ja irgendwas mit Ballisten gerne machen und das hat sich irgendwie jetzt auch so ein bisschen so entwickelt und das macht echt Spaß. Die ist flink, ich muss noch ein bisschen was umbauen, von daher, aber es macht Freude mit dem Fräulein, werdet ihr nachher auch sehen. Daniel, guten Abend. Das sehen noch nicht fertig. Ja, man stirbt häufiger. Stimmt. Ja. Das Interessante an der Liga ist, dass viele unerwartete Tode dazukommen und die alten Tode aber bleiben. Also das ist einfach so. Daniel, hoffe, dir geht's auch gut. Ah, spannend. Mit Akt 10, ja, ich bin auch noch nicht fertig mit Akt 10. Akt 6 machen wir heute fertig und dann Akt 7 fangen wir auf alle Fälle noch mit an und dann mal gucken. Aber ist spannend. Also die Bosse sind ein bisschen knackiger geworden. Die restlichen Gegner gehen eigentlich. Aber trotzdem, so im Großen und Ganzen ist wieder ein gewisser... Ja, also man kann nicht mehr so gedankenlos einfach durchlaufen. Es funktioniert nicht. Ist einfach so. Obwohl ich mir gedacht habe, naja gut, stirbst du halt ein paar Mal öfter. Ist ja auch nicht so dramatisch. Gibt ja viel, viel Schlimmeres. Die Morph-Bosse, ja. Die sind zum Teil echt heftig. Also da muss man viel in Bewegung bleiben. Also einfach stehen und wegmachen. Aber das ist eigentlich immer so, ne? Ja, super, Daniel, das ist doch klasse. Monoforms, guten Abend. Goll, hi. Fluppe. Auch da. Ja, aber schon spannend. Also ich finde das mit den Biestern auch. Ja, aber wohl, ich sag mal, den letzten Ligen war das auch immer so. Gerade am Anfang, die waren immer echt knackig hart, fand ich. Das kommt nachher dann so mit der Zeit irgendwie, dass man die ein bisschen besser hinkriegt, wenn der einen Char ein bisschen ausgebaut hat. Ach, wart mal ab. Es kommt noch schlimmer. Ich sag nur Donnerstag. Morgen kommt die zweite Folge. Donnerstag treffe ich auf Mervey. Mehr sage ich nicht. Lebensräder dazu. Da habe ich diesmal drauf geachtet. Da habe ich Glück. Ich habe die ein paar Mal dabei gehabt. Habe das aber rechtzeitig gemerkt. Günni, Abend. Das mit der Lebensregeneration, das hat mir die Bestiary hat mir das beigebracht. Da war eine Bestie, die hatte das auch. Das war total fies. Panzerknacker, hallo, guten Abend. Das war echt total fies. Also, ich weiß nicht, ich glaube, 10-mal gestorben gefühlt. Immer wieder hingelaufen. Quein, guten Abend. So, das hat sich aber auch so eingebrannt, dass ich da diesmal das tatsächlich bemerkt habe. Ja, wäre schön fürs Video vielleicht mal gewesen, so, das nicht zu merken, aber vielleicht entgeht mir da auch nochmal einer. Also ich kann nur sagen, guckt am Donnerstag.
Also ich bin dabei nicht wortlos, glaube ich, geblieben. Ich weiß gar nicht, ob ich ein bisschen stiller. Ich müsste mir das eigentlich nochmal angucken, ob ich ein bisschen ruhiger geworden bin. Aber während der Sequenz aber ist schon, habe ich auch, ich glaube, man merkt vielleicht auch, wenn man, also wer ein bisschen länger bei mir guckt, der merkt vielleicht auch, dass ich da nicht so ganz mit gerechnet habe, was da am Donnerstag passiert. So, mehr sage ich nicht. So, genug gespoilert. So, sonst seid ihr alle gut Liga gestartet im Großen und Ganzen. Ich weiß gar nicht, die läuft ja verhältnismäßig stabil auch, was ich gut finde bis jetzt. Nuki, guten Abend. Ja, danke, mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Akt 3, auch total überraschend diesmal. Tamiya, guten Abend. Gerade in den Maps angekommen, da bin ich mal gespannt. Ja, die haben das echt, also ich muss sagen, aber es gibt da natürlich mal wieder ein bisschen, ist ein bisschen anders, ne? Also ich weiß nicht, die letzten 2, 3 Ligen ist man ja eigentlich nur so durchgeschlunzt. So eigentlich, ich habe ja mal behauptet, also ein Knüppel reicht und da kommt man mit ein bisschen Erfahrung, kommt man dann auch durch. Ist gar nicht mehr so. Ja, sind so ein paar Bosse. Also ich fand Akt 1, hat man es echt super gemerkt. Und Akt 3, den haben sie auch stärker gemacht. Akt 2, der ging so, fand ich jetzt. Der war nicht so schlimm. Aber Akt 3, ja, also gerade so die zweite Geschichte, war nicht ohne. Oh, schon in den Maps. Ach, richtig Gas gegeben. Aber ich glaube, dann fängt das auch richtig an. Also kommt man auch schneller gut durch, ja. Wer ist denn schon in den Maps? Seid ihr alle schon in den Maps? Nein. Nee, nicht alle. Ja, alle ja nicht, ne? Aber Teil. Krass. Aber hätte ich gestern noch ein bisschen Gas geben müssen, ne? Nee, habe ich auch nicht. Akt 8. Naja gut, dann kennst du ja, was jetzt erwartet. Kannst du ein paar Tipps geben, kannst du ein bisschen spoilern. Boah, krass. Hab mich überrascht. Ich habe in der Standard habe ich ein paar Maps gemacht. War total spannend. Einfach mal so getestet. Ne? Was passiert denn, wenn ich jetzt so eine Map der Stufe 15 da laufe? Und das ist total witzig. Ich schließe sie ja auch ab, weil ich die noch nicht abgeschlossen habe. Und die tauchen trotzdem nicht auf dem Atlas auf, weil ich ja die anderen komischen Steine noch nicht habe. Aber gut. Ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Tode habe ich schon auf der Uhr hier? Ich kann mal gucken. 20 Mal schon. Obwohl, die ist doch zart, ne? Das ist auch eine Walldörferin. Die ist immer schnell. Ich neige immer noch dazu, an bestimmten Stellen stehen zu bleiben, wo es früher nichts ausgemacht hat. Und zack, war es das. So, gehen wir los. Also, nochmal für alle, die noch nicht da waren. Das ist eine Walldörferin hier. Ich habe hier Sperrfeuer im Hauptangriff, habe ich hier drin. Und die Schrapnellballiste. Und das macht total viel Laune bis jetzt. Teilweise kein Loot. Naja, ein Loot ist immer, das ist ja der Klassiker. Deadman Jackson, guten Abend. Da Meister, hallo, auch da. Günni, vielen Dank. So, und das macht, ist ein bisschen anders geworden, als ich das eigentlich so im Hinterkopf hatte mit der Schrapnellballiste. Eigentlich wollte ich ja irgendwas mit einem Tornadoschuss machen, aber das war mir zu lahm. Vor allem der Tornadoschuss hat ja eigentlich einen Vorteil, dass man auf den Boden schießt. Das machen natürlich leider die Ballisten nicht. Richtig cool ist auch, aber ich habe das noch nicht wiedergefunden. Richtig cool ist auch, ich weiß nicht, ich gehe nochmal gucken. Akt 6 hier, ob wir das hier kaufen können. Ich habe das irgendwie weggetan, ich weiß gar nicht warum. Richtig cool ist das Artillerie-Ding. Mal gucken, ich weiß gar nicht, Gegenstände kaufen. Ich glaube, die heißt auch. Ja, gut, okay, wenn man jetzt noch schreiben könnte, ne? Ich glaube so, müsste bestimmt eine grüne Gemme sein, oder? Ich weiß nicht, was ich damit gemacht habe. Ich kaufe mal eine. So, dann können wir... Oh, ich habe da noch ein bisschen Platz. Die ist richtig cool. Die will ich aber nicht einsetzen. Die macht nur Feuerschaden. So, aber es wird spannend. Wird spannend. Bin Akt 10. 43 Mal gestorben. Ja, mal gucken. Ein paar Möglichkeiten habe ich ja noch. Die zeige ich euch auch noch. Also die ist auch schön. Leuchtturm. Ich bin ja Akt 6. Erst Ende Akt 6. Ich habe mir gedacht, den Gischkönig, den spare ich mir für euch auf Montag. So, die machen wir mal hier gleich als erstes. Bloß die jetzt erstmal schon mal gezeigt.
So, wenn wir die jetzt noch ein bisschen verstärken, ich habe die jetzt noch nicht mehr verstärkt und auch noch kein bisschen gelevelt. Also da haben sie schon ein schönes Spielzeug gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht nehme ich ihn noch so als Zweitangriff. Das siehst du, wenn du quasi im Chat eingibst. Oh, Schrägstrich. Und dann Death. Atze Norris. Vielen Dank. Dann siehst du das. Dann kannst du sehen, wie oft du schon gestorben bist. Arc 3, ja, lass dir Zeit. Die Liga geht ja auch noch ein bisschen. Atze Norris, ne? Habe ich richtig ausgesprochen, oder? Ja. So, dann Arc 3. Ach was, man muss ja auch nicht hetzen. 79 Mal und noch... Ach, wird doch besser. Kommt auch ein bisschen drauf an, was für ein Char. Also das Problem ist, ich weiß nicht, ob du vielleicht mit selben Char spielst, wie du schon kennst, dann ist das natürlich echt ein bisschen problematisch. Minus Militia, guten Abend. Ah, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So, auch so durch. Obwohl ich das gar nicht so schlimm finde. Ich habe mir überlegt, also man muss es ja auch immer irgendwie ein bisschen schön reden. Ne? Nachher, wenn man, man darf ja auch nicht überleveln, das ist ja auch immer schlecht, um Currency zu kriegen. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn man nachher so ein bisschen auch öfter mal stirbt oder so, verliert man ja auch immer wieder Erfahrungspunkte. Ist eigentlich ganz raffiniert, wenn wir das so machen. Bis jetzt würde ich mal sagen, ja. Also ich glaube, den auf YouTube, glaube ich, den kann man nachbauen. Ich glaube schon, also wird zumindest ein super Farmer, glaube ich. Diesen hier... Weiß ich noch nicht. Also, guck dir das mal an. Ich glaube, also mein Bauchgefühl sagt mir, der wird gut. Also im Bogenschar, ich stand ja auch ganz lange mit denen auf. Mittlerweile, aber guckt euch den mal an. So, die nehme ich wieder raus hier, die Artillerieballista. Die brauchen wir nicht, aber das ist, also ich habe die noch nicht mal verstärkt, ne? Und die ist schon so knackig. Die werden sie bestimmt nerven zur nächsten Liga. So, Toxic Rain müsste eigentlich auch gut laufen. Ich glaube, die haben ja sogar ein bisschen Chaos-Schaden noch verbessert, glaube ich, ne? So, wollen wir mal gucken. Ich zeige euch das. Achso, den Kram wollte ich ja mitnehmen hier. So, sind zurzeit, achso, ich kann ja mal sagen, das sind zurzeit, ich habe hier das Sperrfeuer, habe ich mit Phantombogenschütze, bösartige Projektile und schnellere Angriffe kombiniert, also nur ein Vierlink, was ihr jetzt seht, und die Schrapnellballiste. Habe ich eben schnellere Angriffe. Gabelung habe ich da mal mit reingenommen. Testweise. Und auch bösartige Projektile habe ich da mit drin. Als Aura habe ich momentan Hass, Herold des Eises. Wobei ich Hass irgendwann durch Stolz ersetzen will. Da fehlt mir immer noch ein passendes Item. Und Präzision habe ich drin. Aber nur auf Stufe 1 lasse ich das, wegen sonst zu wenig Mana. Mal des Wilderers habe ich hier mit Herold des Eises kombiniert. Und Verfluchen bei Treffer. Oh, nicht alle. Na, sag mal. Also der Totem-Tendler läuft momentan echt schlecht. Also den muss ich total mal überarbeiten. Die sind zwar leicht verständlich, aber ich hoffe mal, das wird jetzt... Weil cool finde ich an der, das ist das, was ich ja wollte, obwohl das momentan ziemlich unpraktisch ist. Weil wenn man zu schnell ist, hat man ja immer ein bisschen das Problem, dass man den Loot nicht mitbekommt. Weil das, was hier fällt, das macht ja meistens noch nicht so richtig schöne Töne. So, nehmen wir mal mit. Mal gucken, ob wir das noch einen hinkriegen. Ist aber nichts, was ich brauchen kann. Das ist mal wieder so ein Moment, ich stelle echt fest, also ich sag mal gerade so Totem-Geschichten und Tote, ne? Das nicht mir. Muss man diese selber machen. Lady Lavendel ist auch, nee, die ist auch nicht gut gelaufen. Also muss, ja, muss man fairerweise auch mal sagen. War sehr experimentell. Zum Nachbauen kam heute kein Video von dir auf YouTube. So, also dieser Bild hier nicht, ne? Der ist ja, also der ist ja tatsächlich nur ein Stream, wenn du ihn aber nachbauen willst, wobei, also wie gesagt, da wird sich auch bestimmt noch einiges ändern wieder, dann kannst du immer bei meinen Chars gucken. Das hier nennt sich Schicksalspfeil, habe ich die genannt. So, und der andere, das ist ja die wilde Waldraut auf YouTube, die kann man dann eben, gut, da wird es ja auch noch keinen richtigen Guide geben, ne? Das wird ja ein bisschen dauern, also sie kommen ja frühestens zum Ende der Liga dann.
Also ich bin ja kein Typ, der irgendwie sich vorher theoretisch Gedanken macht, was am Ende gut laufen könnte. Soweit bin ich im Leben noch nicht. Nee, Elementarschaden wollen wir ja nicht. So, und bei den Ballistern ist das so, dass also alles, was auf Bögen geht, verstärkt auch die Ballisten. Ich habe dann immer geguckt, hier vorsichtshalber, ob das auch wirklich so klappt. Ja, die Hausrande läuft mit. My mana is gone. So, also als Bosskiller ist die ziemlich gut bis jetzt. Überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Oh. Ach so, ach, er lädt ja wieder den Lootfilter. Das ist irgendwie ein Bug momentan, ne? Man muss den Lootfilter immer einmal neu laden. So. Lass mich dann mitnehmen. Natürlich nehme ich das auch mit. Den hätte ich jetzt fast liegen lassen. Das ist so ein grober Plan. Also ich sag mal, 3 bis 4 Folgen sind geplant für YouTube pro Woche. Diese Woche habe ich jetzt 3, also wahrscheinlich die ersten 2, 3 Wochen, denke ich mal, werden das immer so 3 Folgen sein, bis ich so ein bisschen Vorlauf aufgebaut habe und dann fange ich mit 4 Folgen an. So der Plan. So, die geht schon nicht mehr. Oh. Nee, scheint irgendwie ein Bug zu sein. Ist mir jetzt aufgefallen. Also erst seit dieser Liga jetzt. Vorher war das auch nicht. So, jetzt muss ich mal wieder sterben. Damit ich nicht so viele Erfahrungspunkte habe. Welche Stufe haben wir? Also Monsterstufe 49 und wir sind jetzt 50. Also ich bin jetzt auch nicht überskillt. Die läuft aber recht gut. Aber mit Pech hat mich natürlich am Ende kein Dings mehr. Also läuft auch definitiv besser jetzt als Lady Lavendel. Also wenn man dann mit Totems oder sowas spielen mag, ne? Das ist natürlich auch mal Voraussetzung. So, man könnte auch noch mehr Projektile, glaube ich, könnte man da noch reinlegen. Auch, dass die Gegner durchbohren, all solche Geschichten. Metalstorm, vielen Dank. Und guten Abend überhaupt mal. Und dies fliegt dabei, ein bisschen was Actionreicheres, irgendwie so eine gute Mischung, irgendwie finde ich. Also bei den knackigen Bossen muss man doch immer noch selbst zum Bogen greifen. Also gar nicht ganz so langweilig. Also nicht so monoton durchlaufen einfach. Das ist dann auch nicht. Na, Peerling, den brauche ich nicht. Ne, die kommen so nach und nach. Also das Artillerie-Ballista zum Beispiel, das kommt erst später. So, und es gibt ja irgendwie noch einen. So, Dr. Cygnus, guten Abend. Vielen Dank, gleichfalls. Ja, die müssen ja auch ein bisschen Eindruck schinden, deswegen sind die so groß. Aber schon spannend. Also ich mag die Dinger echt.
Ah, wir haben voll. Ach komm, machen wir gleich fertig. Dann brauchen wir keine mehr einsammeln. Warte mal, jetzt war das, habe ich mir sagen lassen, linke Steuerungstaste und dann linke Maustaste. Schneller links, lässt da was fallen. Machen wir uns das ein bisschen leicht. Lebensregeneration, da hätten wir es fast gehabt. Guck mal, ich glaube, das ging aber letztes Mal auch noch nicht. Harte Treffer, gibt es denn hier irgendwas umsonst? Seltenen Schmuck. Lebensraub ist auch doof. Rüstungsgegenstände. Ja, Währungsgegenstände sind mir aber lieber. Machen wir mal. So, das Schöne ist, man hat jetzt eben noch Zeit, seine Verteidigung aufzubauen. So nervig ist, wenn die Unterstützung kommt, finde ich. Dann wird es ein bisschen unübersichtlich auch. Wobei jetzt, wo ich mich an die... Also muss natürlich, am Anfang ist die ein bisschen schleppend. Muss man fairerweise sagen. Weil die natürlich immer ein bisschen... Also ich weiß nicht, Bogenschützen haben das ja immer ein bisschen... Die stecken ja immer so gerne Schaden ein. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Zumindest habe ich immer so die Erfahrung mit denen gemacht. Nein, brauche ich nicht. Nächstes PS4-Update da. Ist das schon da? Ich dachte, Freitag soll das kommen. Habe ich gedacht. Lecker, guten Abend. Slugger auch da. Kavi, hallo, guten Abend. So, erstmal hier runter geguckt, wer alles da ist. So, warte, hier mein Pain. Ich mach mal eben kurz nochmal. Also für das Totem habe ich momentan drin, also Sperrfeuer ist das ja. Hier da oben. Schrapnell, so, Sperrfeuer. Schrapnellballiste ist das. Schnellere Angriffe, damit sie ein bisschen schneller schießt. Gabelung habe ich drin, damit es ein bisschen überspringt. Ich hoffe mal, das funktioniert auch. Sah aber ganz gut aus. Und bösartige Projektile für mehr. Also ich will auch gucken, dass ich hauptsächlich in erster Linie wirklich physischen Schaden mache. Harry, guten Abend. Echmannson, hallo. Das ist zumindest so ein bisschen so der Plan. Und momentan kann ich mich nicht beklagen. Also wie gesagt, noch nicht überskillt oder irgendwas. So, wo muss ich überhaupt hin? Ich war hier noch nie. So, vor allem, man kann also phasenweise, also wenn man jetzt nicht gerade, und das wird nachher in den Maps hoffentlich interessant, also wenn wir die noch ein bisschen verstärkt kriegen, dass man dann über die Maps laufen kann und im Prinzip warten kann, dass der Lootfilter irgendwie ausschlägt. Weil was Interessantes auch gefallen ist. Das ist so ein bisschen so die Überlegung dahinter. Interessant ist auch so, in unterirdischen Gewölben habe ich ja festgestellt, da kannst du super in die Tür stellen. Das Einzige, was ein bisschen hakt, ist die Tatsache, also die sind natürlich immer in Nahkampfreichweite, also ich kann die nicht da hinten aufbauen. Das heißt, die bleiben immer irgendwie in der Nähe. Das ist noch ein bisschen schade. Aber wahrscheinlich, Grinding Gear Game findet das wahrscheinlich gar nicht schade. Ach, gerne, Dr. Cygnus, gerne. Trübe Stimme brauchen wir nicht. Ken Karacho! Bist auch beim Leuchtturm. Erster. Nee, gar nicht wahr. Ich bin noch gar nicht ganz da. Mist. Ja, mit der Schwarzmarkt. Das ist echt. Ja, das stimmt. Ja, gebe ich recht. Wenn sie wahrscheinlich noch irgendwie irgendwann. Achso. Anfertigungsoption mitnehmen. Wenn sie wahrscheinlich irgendwann noch mal ein bisschen verändern, könnte ich mir vorstellen. So, ich will mal kurz gucken, was habe ich denn hier für ein Fertigkeits... So, die wollte ich als nächstes. Erstmal noch mehr Schaden. Und hier haben wir jetzt 776 und 850. Also tatsächlich, Bogen reicht aus. Momentan noch sehr experimentell, der Fertigkeitsbomben. Also ich habe erstmal alles genommen, was mir so in den Sinn gekommen ist. Er hatte mich mit der Aszendenz, habe ich am Anfang gedacht, ich habe mich ein bisschen vertan. Weil, erkläre ich gleich. My mana is gone. Aber als ich das gesehen habe, habe ich echt gedacht, die könnten doch wirklich mal so ein Science-Fiction-Setting noch machen. Das ist doch, also, müssten ja bloß optisch die Sachen ein bisschen verändern.
So, geh rein da jetzt. Weil meine Aszendenz, ich hatte mich hier für, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Dings entschieden. Also hier, das mit dem, ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Also, ups. Jetzt muss ich echt überlegen. Pfadfinderin? Ist das die Pfadfinderin? Nee, ist es nicht. Muss ich echt lügen? So, und da habe ich dann gedacht, hier nimmst du das mit Ausweichwert und so und Rasereiladung. Und es gibt Rasereiladung bei Tötung, weil ich gedacht habe, wenn die Ballisten Gegner töten, kriege ich Rasereiladung. Ist aber leider nicht so. Das klappt leider nicht. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich Ark nehmen, glaube ich. Kann nur 3. Also 3 hast du standardmäßig und du hast hier unten im Fertigkeitsbaum hier unten, der Punkt ist es. Der gibt noch ein 1 mehr und dann könntest du theoretisch noch mit der Unterstützungsklemme mehrere Totems arbeiten. Dann kriegst du nochmal, ich meine, 2 dazu. Und dann gibt es ja natürlich auch noch Köcher, die noch eins dazu geben. Man muss aber sagen, bei mehreren Tobis bin ich mir noch nicht so sicher, weil die doch einen ziemlichen, also ziemlich Schaden nach unten geht. Raserei heißt im Prinzip, dass du ja mehr Schaden machst. Also du bist mehr Bewegungsgeschwindigkeit, mehr Angriffsgeschwindigkeit. So, und das heißt dann unterm Strich einfach mehr Schaden. Also ich glaube schon, dass Ark, glaube ich, echt gut läuft, diese Liga. So, aber das mit den mehreren Totems hatte ich mir auch überlegt, weil es natürlich schon cool ist. Aber ich sag mal, die reichen, eigentlich reichen die aus. Ich glaube, da setze ich lieber ein bisschen mehr auf Schaden dann. Oh, den könnte ich nochmal schnell mitnehmen. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wie schnell man durch die Maps laufen will und wie viel Schaden die tatsächlich irgendwie hinkriegen. Sag ich mal so. Oh. Austin, guten Abend. Vielen Dank. So. Au, mach weg. So, da wollte ich vielleicht noch Leben saugen, aber pro Schaden hatte ich mir noch überlegt, also Lebensraub da noch mit reinzunehmen. Oder Blutungsschaden. Ah, das weiß ich auch noch nicht. Also es ist tatsächlich ein richtig schönes Spielzeug gerade mal wieder, hier. So, Leuchtturm ist an. Erster. Walfaris, guten Abend. So, you're the shit. Also wie gesagt, also das Artillerie-Ding finde ich interessant. Ich habe gesehen, wer macht das? Ah, wie heißt er noch? Sigi D, glaube ich. Der hat in seinem Stream, der hat Artillerie-Ballista und ich finde das auch gar nicht schlecht. Also ich weiß bloß nicht, mir ist das bloß noch ein bisschen langsam. Aber wie gesagt, das ist ziemlich, also dafür, dass es keine Unterstützungsgame hier hatte, ich glaube, das ist gar nicht schlecht. So, fahr mal rüber. Gischkönig. Ich weiß nicht, ob ich hin will. Ich glaube, den haben sie ja auch schwerer gemacht. Phantomas! Vielen Dank! Phantomas! Held meiner Jugend! Right. Well, I'm with it then. Kennt ihr den noch alle? Oder kennt ihr ihn überhaupt alle? Obwohl, war gar kein Held, ne? Phantomas war ja gar kein Held, das war ja ein Bösewicht. Aber das Phantom, kennt ihr das Phantom? Da. Ich hätte ja eigentlich nochmal schnell zurückgehen können, ne? Oder? Mal ein paar Items loswerden, glaube ich. Genau, Louis Define. Phantomas, der Feind. Der ewige Dauerfeind von Louis Define.
So, Sunshine Bears. Guten Abend. Oder Beats. Oder Sunshine Bear. Fragen über Fragen. Phantomas, genau, war nur mit Louis Dufiné. Richtig, aber das Phantom, kennt ihr das auch? Lord Lappen, guten Abend. Hallo. Gegenstände wollte ich mal verkaufen. Was habe ich denn da eigentlich alles? Das kann ich eigentlich verkaufen. Kann ich verkaufen, verkaufen, verkaufen. Was macht der Schönes? 4 Leben ist ja eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht. 34 zu Leben dazu. Widerstände behalte ich, glaube ich, einfach mal. Nas, vielen Dank. Mann, Kaffee ist erstmal ausgesorgt. Ich will ordentlich Kaffee trinken. Kann ich gleich ein bisschen mehr nehmen. Vielen Dank. Den, glaube ich, obwohl ich könnte natürlich noch versuchen, den ein bisschen 6 bis 12, das noch ein bisschen rauszuhauen. Aber der ist ja schon ganz gut, ne? Also wenn, ist das höchstens noch der interessant wäre. Und ich glaube, der kann gut. Der aus dem Dschungel, genau. Comic und Dschungel. Ah, Held meiner Jugend. Das war... Ich kenne das auch nur als Comic. Ich glaube, doch, ich glaube, es gab sogar mal eine Zeichentrickserie. Aber die fand ich nicht so gut. Phantomis, das war Donald Duck, ja. Aber die fand ich ganz klasse, die Comics damals. Das Phantom. So, ich habe schon ein bisschen gesammelt, ne? Immer so Kram, wo ich dann denke, vielleicht. Oder auch nicht. Man weiß ja nie, wann man das nochmal braucht. So, Freundschaftsfrage. Klar, nehme ich an. So, also da geht es dann weiter. Wollen wir mal schauen. Also bisher, wie gesagt, die läuft richtig rund. Bisher. Ich weiß gar nicht, ich habe ja auch in der letzten Liga mit der Askulnexe mit physischem Schaden echt gute Erfahrungen gemacht. Mal gucken, ob das so bleibt. Ach, gerne. Ach, guck mal, da habe ich noch einen Abschluss für die Herausforderungsgeschichte. Müssen wir ja noch eine Truhe haben. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass die Herausforderungen gar nicht so schlecht sind für die Liga. Also das ist, er hätte schlimmer kommen können. My mana is gone. So, den haben wir. Oh, der ist natürlich auch mies. So, das haben wir auch. Will ich die haben? Ne, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Vielleicht. Oh, Vanimor, guten Abend. Also die Herausforderung finde ich diesmal auch gar nicht so schlecht. Ihr müsst bloß bei den Quests ein bisschen aufpassen, ne? Also die Sachen, wo ich persönlich immer dran vorbeigelaufen bin, die musste ich diesmal alle mitmachen. So, ich hätte gar nicht mehr hinterher schießen müssen. Die musste ich diesmal alle mitmachen. So, ich weiß nicht, in Akt... jetzt muss ich überhaupt mal gucken, welche sind denn das überhaupt noch? In welcher Reihenfolge? Habe ich die, habe ich ausgeblendet? Quests hier. Der Tiefenbewohner, okay, das ist ja klar. Den nimmt man sowieso mit, wegen des Fertigkeitspunkts. Durchgeweihtes Land, das ist die Geschichte mit Jena, wo man dann die unten runter muss, also wo man eigentlich die Aszendenzprüfung noch macht. Und da muss man ja quasi den Arm dann noch holen. Ein Quäntchen Hoffnung, das ist ja Captain Fairgraves, da darf man Achim Zero, so, Entschuldigung. Caliburo, guten Abend. Da muss man bei Quäntchen Hoffnung, muss man ein bisschen aufpassen, weil das ist ja hier Fairgraves, da die Pflaume und das andere Ding. Ne, war das das? War das ein Quäntchen Hoffnung? Ja, doch. Mhm. Eine unbezwingbare Seele, da muss ich gerade passen. Dienst der Wissenschaft ist auch klar. Die nimmt man sowieso in der Regel auch immer mit. Eine unbezwingbare Seele, weiß ich jetzt gar nicht. Bei jener unten rum, genau. So, also das ist eine Geschichte, die man da echt machen muss.
So, das, also wie gesagt, das sind so Sachen, da muss ich dann jedes Mal nachgucken. Meistens ist das ja so, dass man dann irgendwann feststellt, ach du Schande, die hast du doch nie mitgenommen und jetzt fehlt dir das noch. Jetzt musst du da einmal wieder ganz zurücklaufen. Und da musste man ja tatsächlich, musste man ja auch die Geistweinkaraffe mitnehmen. Das ist zum Beispiel was, das ist mir dann zu spät eingefallen. So, muss ich hier lang laufen? Ja. Also die anderen ganzen anderen Ballisten, die dauern mir auch irgendwie zu lang. Also das ist beim Artillerieballista. Es gibt ja noch eins, das ich auch immer erst sammeln muss und das eigentlich mehr so Single-Target-Schaden macht. So, und das dauert mir dann eigentlich fast schon immer ein bisschen zu lang. So. Azela Bourbon, vielen Dank. Willkommen. Den haben wir. Was haben wir hier eigentlich? 50 immer noch. Au. Mal ein bisschen raus vielleicht. Mein Mana ist gone. Na, so schnell nun nicht. Oh. So, ich glaube, das wäre gar keine so schlechte Idee. Erleuchtung. Nehmen wir die gleich mit. Habe ich Platz? Ein Mana-Multiplikator. Die Dinger sind immer gut. Für diejenigen, die es nicht wissen. Weil man davon reservierter Mana... Oder das kann man verringern. Aber die müsste man ewig mit sich rumschleppen. Und am besten schnellstmöglich mit Qualität versehen. Weil die dann mehr Erfahrungspunkte kriegen. Und schneller hochstufen. Nee, das ist ein anderer. Also für den Stream nehme ich immer ein anderes Bild. Dr. Cygnus, da nehme ich immer ein anderes Bild, dass sich das nicht überschneidet. Weil sonst hätte ich quasi ja im Let's Play hätte ich sonst Lücken. Auf den Gischkönig sind wir ja mal ein bisschen gespannt, ne? Ich glaube, als sie darüber gesprochen haben, dass sie die Bosse härter gemacht haben, da haben sie, glaube ich, den Gischkönig ja explizit irgendwie erwähnt. Wenn ich mich nicht irre. So, die müssten noch ein bisschen mehr Leben haben. Es gibt ja auch, weiß ich, so ein paar Dinger, die ja, ich weiß nicht, früher gab das immer so eine Gemme, die Kreaturen und Totems mit, ich glaube, ich weiß, ich muss jetzt lügen, mit Leben und mit Schaden versehen haben. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Die hatte ich irgendwie gesucht. Ich habe die ja nie genommen. Für die Kreaturen brauchte man die nicht unbedingt. Und auch sonst waren die für die Totems nicht ganz so interessant. Aber hier habe ich jetzt echt schon mal überlegt. Oh, das ist ein Schrein. Schreine muss man ja alle mitnehmen diesmal in der Liga. Nee, nicht rein auf die Ballisten. Also ich brauche immer noch, also ich sag mal hier, das Sperrfeuer. Kombination funktioniert für mich eigentlich ganz gut. Die Ballisten halten mir erstmal, die kleinen Gegner machen sie fertig. Die größeren, die halten sie zumindest im Moment auf Distanz, dass ich angreifen kann. Und ich hoffe mal, dass mir das bei den Bossgegnern auch, oder dass es da ganz gut funktioniert. Ist eigentlich ganz gerne so ein 4-5-Link-Angriff gewesen, immer dann, wenn du auch irgendwelche andere Bogengeschichten genommen hast. Schon einen Plan bezüglich der Liga-Mechanik? Ja, nicht direkt. Genau, also sie wurden ein bisschen knackiger gemacht, ne? Ja, der hat mir auch echt Spaß gemacht. Ich glaube, den haben sie inzwischen wieder ein bisschen gebufft, hoffe ich. Der war echt. Der war schon ein bisschen. Der hat echt viel einstecken müssen, der arme Kerl.
Elemental Army, das Game. Da müsste ich direkt noch mal gucken. Oh, Glückwunsch, eine Tabula. Ah, da kannst du richtig Gas geben jetzt. Murks, guten Abend. Familie, obwohl das geht, also bei dem, das, muss sagen, ich weiß nicht, ob sie den tatsächlich, man müsste das direkt mal tasten, weil eigentlich hat der echt Spaß gemacht, aber der hat nachher nicht genug Dampf mehr gehabt. Ich meine, kann natürlich jetzt auch mein Bild gelegen haben, aber. So, was nehmen wir denn? Also eigentlich hatte ich mir überlegt, hier rüber zu gehen, mir hier vielleicht noch ein bisschen Lebenraub mit einzupacken und dann ist hier nämlich auch noch so weit mein Plan. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ja, ich glaube, das sieht auch noch ganz gut aus. Weil das läuft schon gut. Also es ist eben spannend. Also man kann eben auch so machen und man hat eben keinen. Das Schlimme, also bei dem, wenn man dann das alleine machen wollte, das wäre ein bisschen schwierig, weil man natürlich schon hier dann überall stehen bleiben muss, ganz lange. Aber selbst das würde eben gehen. Aus der Entfernung geht das schon ganz gut. Sollen wir den gleich mitnehmen? Nehmen wir gleich mit. Komm. Was haben wir denn da alles? Oh. Ah, Lebensregeneration. Aber Währungsgegenstände. Erdenwühler, die sind auch mal so nervig. Extra Leben auch noch. Oh, ne, den schaffe ich nicht. Den lassen wir mal weg. Nehmen wir den. Extra Kälte ausweichen, Feuerschaden. Dann nehmen wir mal extra Kälteschaden. Komm, was soll das? Da habe ich nicht so viel Auswahl. Da auch nicht. Normale sollte man ja erstmal alle sammeln, ne? Und dann kurz vorm Ausgang des Dings das machen. Währungsgegenstände wollen wir haben. Inkursionsschmuck, den habe ich glaube ich noch nicht gehabt. Wo ist er denn überhaupt? Es ist manchmal ein bisschen schwer rauszufinden, wo der Boss eigentlich da genau sitzt. So, jetzt wünschte ich mir gerade ein bisschen Lebensraub. Gut, die neigen ein bisschen zum Sterben, ne? Also es ist immer knapp davor. Das nehmen wir mit. Brauche ich da noch irgendwas? Nein. Pattes, guten Abend. Ja, super Start in die Liga gehabt irgendwie. Läuft auch richtig rund. Keine technischen Schwierigkeiten bis jetzt. Wie sieht's selbst aus? Und alle anderen? Ich weiß gar nicht. Jetzt sind ja noch ein paar dazugekommen inzwischen. Weil sind schon verwirrend. Warum? Und dann gleich zwei. Oh, das ist echt gut. Ja, wo bis Akt 9? Der Haken ist immer am Ende. Der Haken kommt meistens am Ende. Also ich habe schon so manchen Char gehabt, auch gerade am Anfang. Es täuscht manchmal auch. Man kommt relativ gut durch und am Ende fehlt es dann. Leider. Man neigt immer dazu, auch ordentlich Schaden raufhauen zu wollen. Ich glaube, deswegen finde ich das, glaube ich, diesmal mit der Aszendenz gar nicht so schlecht. Weil die eben Ausweichen erhöht, dann, wenn ich sie brauche. So, und da wird man dann mal gucken müssen. Also, ich bin bei der hier ein bisschen gespannt, bin ich auch schon. Obwohl, Sperrfeuer ist ja eigentlich von Haus aus ein ganz bewährter Single-Target-Bosskiller. Also, ich hoffe einfach mal, dass das sich auch so weiterentwickelt, wie ich das glaube. Aber ich glaube schon. Bin auch gute Dinge. Bubsilein, guten Abend. Ja, ist egal. Hauptsache macht Spaß, Ari. Hauptsache macht Spaß. Aber nicht in den Maps. Obwohl, gab das in den Maps nicht? Warte, das muss ich echt überlegen. Gab das in den Maps nicht? Doch, ab und zu gab es auch mal in den Maps Wahlgebiete. Nur nicht mehr so häufig wie in den Akten. Das stimmt.
Ja, die Blight, aber das haben sie ja auch zugegeben, ne? Dass sie da ein bisschen, dass das nicht so der Reißer war, dass sie da ein bisschen dran gearbeitet haben. Es war, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung, dass sie das diesmal so ein bisschen auf Single-Target gemacht haben. Gibt es ja noch einmal, da sammle ich erstmal Organe. Ja, natürlich, macht auch Sinn. Also eigentlich, genau, es gibt nur einmal, danach sind die weg, kommen ja nicht wieder. Eigentlich Organe einsammeln bis zum Schluss. Und interessanterweise, kurz bevor man beim Ausgang steht, geht das Ding ja auch auf. Dann sollte man sie eigentlich machen, da hat man die freie Auswahl. Nee, also ich weiß das nicht. Freistaat Sachsen, ich weiß es nicht. Also zurzeit, so in dieser Geschichte, nehme ich jetzt eigentlich nur mit, was also gerne ein seltenes Item ist, was vierfach verlinkt ist und was ich eben brauchen kann. Ne? Also ich brauche ja Ausweichen, bei der Rüstung brauche ich. Ich bräuchte jetzt gerne mal eine Mischung Ausweichen und Rüstung bräuchte ich gerne mal, weil ich da gerne zwei rote Gemmen noch unterbringen möchte. Und Ausweichen ist ja grün, ne? Gibt also eher grüne Fassungen und Rüstung ist rot, gibt eher rote Fassungen. So, ja, bei den Waffen dann immer das, was alles irgendwie gefühlt besser ist als das, was ich habe. Aber also ich gucke immer schon drauf, dass selten ist und man findet ja nicht so viele Sphären in der Alchemie. Und wie gesagt, also bei den Items eben, dass sie nach Möglichkeit schon verlinkt sind. Dann nehme ich natürlich die Sache mit, die der Lootfilter mir sagt, für die Färbungssphäre und so weiter. Oh, die Chaos-Switch. Ich weiß nicht, ob ich die so empfehlen würde. Also die Bosse sind echt knackiger geworden. So, also momentan ist das überhaupt keine Schwierigkeit. Man hat ja auch nichts Fieses. Da sind ja höchstens immer 6, 7 Gegner. Weißt du, natürlich, ich meine, die Maps werden nachher wieder ein bisschen mehr. Den Boss im Extragebiet kann man auch noch mitnehmen. Ja. Buffen oder tauschen? Ich glaube, erst die Organe, die du in den Maps kriegst, kannst du buffen oder tauschen. Also hier geht das jetzt nicht. Das ist natürlich für die eine Herausforderung auch ganz interessant hier für die, ist das die? Für diese, also die 5 normalen Proben, die hat man ja relativ schnell. 5 magische Proben, ich glaube, die habe ich bei Akt 4, habe ich die mitgenommen. So, und ich sag mal, das wird ja die seltenen Proben, das wird ja nachher wahrscheinlich Akt 8, Akt 9 oder so frühestens irgendwie möglich sein, die 5 Proben da irgendwie zu machen. So, später ist das so, dass die auch wohl Proben schmeißen, die du aufbewahren kannst. Und dafür brauchst du dann wieder dieses Tarne-Laboratorium, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Beschwörerhexe läuft super, das glaube ich auch. Ich glaube, die hat also gerade mit den Wahlskeletten hast du da eigentlich immer gute Chancen. So, Kenname. I vergessen. Moin. Ja, das ist Geschmackssache. Muss ich auch immer wieder neu laden. Ist ein Bug, glaube ich. Also haben aber irgendwie alle. Haben irgendwie alle. Sondern mit 5 bekommt man den Balken. Ah, okay, den Balken voll. Ich hatte überlegt, oben auf dem Turm in Akt 3, da hat man ja ganz viele einzigartige Gegner. Ne? Da habe ich tatsächlich überlegt, aber ich habe nicht genug zusammengekriegt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Such a fine example of womanhood. So, das will ich ja auch noch hier dazu machen. Fubage, vielen Dank. Ist ein bisschen nervig, ich vergesse es auch immer. Bis mir das denn auffällt. Ne? Ich will gar nicht wissen, was ich schon alles habe liegen lassen an tollen Sachen. So, hier. My mana is gone. Au, au. So, Leben brauchen wir noch ein bisschen. Da muss man immer in Bewegung bleiben.
Oh, genau reingerannt. Da hat nicht immer er mich erledigt. Wäre natürlich ein bisschen schöner gewesen. Hä? Er ist weg. Ich dachte gerade ein Bug. Das wär's ja gewesen. So, den haben wir auch. Also wie gesagt, der eine oder andere Tod ist wohl jetzt dabei. Aber hier ist es ja auch noch alles gar nicht so schlimm. Schlimmer ist es ja nachher auf Stufe 89, wenn man die 90 wieder nicht schafft. Mit 4 Link, letzte Liga. Ja, letzte Liga ging das auch noch. Diese Liga irgendwie nicht so. Was ist das eigentlich? War das? Seele des Geschwindigs. Nehmen wir mit. How did you? Wobei perfekt sind meine Items auch noch nicht, ne? Also das ist, achso, ich will ja mit dem mit. Nimm ich mal mit zum Brückenlager. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo das Zurückstoßen herkommt, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, welche Gemme oder was weiß ich das verursacht. Aber es ist angenehm. Ich glaube, ich habe auch, oder habe ich irgendwie ein Fläschchen mit Zurückstoßen aus Versehen? Und ich weiß das gar nicht. Nee, auch nicht. Also, müsste mal noch kommen. Also es wäre gar nicht so eine schlechte Idee. Mit dem Zurückstoßen. So, wer Helena? Da stehen aber ziemlich viele rum. Alva, na, schön. Das hat, glaube ich, gar nicht so viel mit der Liga-Mechanik zu tun. Also die haben das ja ein bisschen härter gemacht, das Spiel. Also die Mobs haben mehr Rüstungsschutz, die haben mehr Leben, gerade die Bosse haben mehr Leben. So, ich weiß nicht, hier gerade am Anfang muss ich aber fairerweise sagen, das ist so, bei der Blight war das ja noch relativ simpel, weil man den Bossen ausweichen konnte. Ich fand auch in der Legion bin ich wahnsinnig oft gestorben bei denen, also gerade so in den Akten noch. Das ist, war auch schon nicht mehr schön. So, Helena, ich komme da gar nicht richtig ran, da stehen so viele rum. Hallo. Go with courage. So, was will ich denn verkaufen? Das will ich, glaube ich, verkaufen. Ich weiß nicht, ob ich die haben will. Will ich die haben? Ich glaube, das brauche ich nicht unbedingt. Das bisschen Mana, was ich habe. So, die will ich auf alle Fälle behalten. Nee, ich glaube, das brauche ich auch nicht. Viel Mana drauf. Werden als physischer Angriffsschaden. Ist doch auch ein Angriffsschaden, das Sperrfeuer, oder? Ja, ist ein Angriffsschaden. Aber, oh, Alt-Taste. Ja, so doll ist meiner ja jetzt auch nicht. Aber so einen richtigen Vorteil sehe ich mir da jetzt auch nicht raus. Hat aber mehr Kältewiderstand. 20 Leben. Und der, was macht der? Also ich glaube, der könnte jetzt 9% erhöhter Ausweichwert. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube, das will ich mal ausprobieren. So, der Meister, ja, frag. Zur Pestfee. Für Kreaturen, aber du nutzt doch gar keine Kreaturen in diesem Bild. Nee, das stimmt, aber... ich sag jetzt mal jein. Also das Interessante ist, also die Pestfee kannst du ja relativ spät, du kannst ja relativ spät erst die Rüstung überhaupt benutzen. So, und deswegen habe ich die eigentlich klassisch als Beschwörer-Hexe hochgespielt. Und dann habe ich die ganzen Kreaturengeschichten hier eben mitgenommen, um dann noch ein paar Kreaturen mir mitzunehmen. So, wenn du dann, also und auch Kreaturenschaden, ne? Also du kriegst ja auch immer gleich Schaden mit dabei. Angriffsgeschwindigkeit, Zaubergeschwindigkeit. Ich glaube, den könnte man zum Beispiel wieder rausnehmen dann zum Schluss. So, den könnte man aber... Ne, Leben... Wo habe ich denn Kreaturen? Ich muss direkt mal gucken. Haben die was geändert? Ne, haben sie nicht. So, also ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel. Wo haben wir denn sonst noch? Haben wir hier Kreaturen? Ne, das ist jetzt Leben-Kreaturen. Die habe ich, glaube ich, auch wieder rausgenommen. Meine ich. So, aber im Wesentlichen geht das eigentlich um diese ganzen überall, wo du Kreaturen Schaden hast. Und das Spannende ist eben dieser letzte Punkt hier.
So, weil da steht Erhöhung und Verringerung des Kreaturenschadens wirken auch auf euch. Das heißt also, wenn du hier Schaden erhöhst, Kreaturenschaden in irgendeiner... Ah, wo ist denn hier Kreaturenschaden? So, ich schreibe jetzt mal Kreaturenschaden. Kreaturenschaden. So, also wenn man zum Beispiel diesen Punkt hier mitnimmt, Kreaturenversuch, dann gilt das ab da auch für dich. Und das macht eben so... Ja, zum Hochleveln, theoretisch müsstest du sie danach wieder wegnehmen, aber alle, die Schaden verursachen, kannst du stehen lassen, weil durch diesen Punkt hier hinten eben sich der Schaden auf oder auf deine Hexe auswirkt. Flaschen tausche ich nicht. Nee, noch, also findet man eh. Also das ist ganz schlechte Vorbildfunktion, aber die früher oder später findet man die. Guck mal, ich habe jetzt hier schon eigentlich die. Besser gibt es ja dann nicht mehr, aber die früher oder später, ja, weiß ja auch gar nicht. Lohnt immer gar nicht, das Tauschen. Wirkt auch auf die Todesaura, weil auf die Todesaura wirkt quasi Schaden, Chaos-Schaden, Schaden über Zeit, Chaos-Schaden über Zeit. Uniform, danke, dass du da warst. Schönen Abend noch. Vielleicht sieht man sich morgen. Ja, morgen wird gestreamt hier für alle, die noch Lust und Zeit haben. Also diese Woche, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Eben der bekommen, geht damit deutlich geschmeiner, urzeitliches Juwel. Ja, deutlich. Also damit, ich glaube, die läuft auch gut durch. Also nach meiner Einschätzung läufst du mit der gut durch. Ich glaube auch, da wirst du keine großen Schwierigkeiten mit den, weil die relativ viel alleine machen, ne? Auch keine großen Schwierigkeiten haben mit den Liga-Begegnungen. Naja gut, ich nehme ihn mal mit. Ich lasse ihn mal liegen. So, die will ich natürlich haben, weil die tausche ich natürlich. Also die mit Qualität behalte ich. Die tausche ich schon. Na, falls das jetzt vorhin gemeint war, die tausche ich schon. Die ist da völlig falsch. Die muss nämlich da rein. Ach nee, das ist Gemmenqualität hier. Flaschenqualität. Ich habe noch gar kein Fach für Flaschenqualität. Das ist meine erste, die ich gefunden habe. Die nennenswert wäre, die da irgendwie aufzubewahren. Die tausche ich natürlich schon. Falls das jetzt gemeint war. So, wollen wir mal gucken. Dann schauen wir mal. Also Aufgaben haben wir jetzt wieder viele. Die zerstörte Brücke, die Quests habe ich alle. Das heißt also jetzt same procedure as every Dings. Bloß mit ein bisschen mehr Sterben. Was haben wir hier? 50? Oh, wir sind ein bisschen drüber. Dann laufen wir hier einfach nur durch. So, den wollte ich haben. Hier nehme ich jetzt auch keine Proben mit. Ich denke mal, in Proben werden wir nachher in der... läufst du nicht mit der Map im Hintergrund? Welche Map im Hintergrund? Meinst du die große hier? Meinst du die? Oder welche meinst du? Achso, Tab. Hier unten meinst du? Doch, aber die, ich sehe das ja da oben. Die Essenz möchte ich aber haben. So, hier müssen wir ja nach erst nach unten, ne? Richtig? Hier will ich auch nicht genug einsammeln, aber ich muss hier auf alle Fälle, ich darf nicht den Wegpunkt vergessen. Das ist immer ärgerlich, wenn man einen Wegpunkt vergisst mitzunehmen.
Aber das geht man nachher ganz grob, weiß man die Wege so ein bisschen. Das kommt ja dann früher oder später. Oh. Ah, ich hab doch gerade die Hand am Kaffee gehabt. Ach, da ist ja... Muss ich die machen? Muss ich Alva machen? Ich glaube, für Alva wäre das zum Beispiel eine ganz schlechte... Ich glaube, das dauert... Für Alva dauert das zu lang. Alva warten wir noch. Taucht ja doch früher oder später. Wahrscheinlich irgendwie auf. Die lassen sich ja auch nicht abwimmeln. Die komischen Meister. Nicht mal die komischen Meister lassen sich abwimmeln. So, ich habe irgendwie eine Aura nicht aktiviert, weil die nicht mehr geht, weil ich das Item verändert habe. Habe ich auch gepasst. So, lohnen sich zum Sammeln der Organe. Ich glaube, da sind immer ganz interessante mit dabei. Ja, ganz oft sind da ja auch welche drauf. Oder irgendwelche Endbosse. Oder ich weiß gar nicht, was war das letztens, was ich da hatte. Irgendwo war auch ganz interessantes Monster Hello. Drauf. Greetings. Nein, ich möchte Keep an meine Truhe. Lass mich doch mal an meine Truhe, Mensch. So, was haben wir denn da drauf? 26 zu Stärke. Geht das wegen Stärke nicht? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Intelligenz. Das sind diese zwei Punkte da. Naja, was willst du machen? Dann eben doch kein Leben rauben. Er noch nicht. Achso, Portal hätte ich nehmen können. Ah, jetzt kann ich auch laufen. Das kleine Stück, die ist ja schnell. Ja, das macht aber nichts. Captain Cadet! Mich vererbt die Lehren. Kann man das gerne abgegrast und am Ende nicht eingehen oder letztes nicht ein. Ja, das ist dabei, deswegen mache ich es nicht. Also ich sag mal, das glaube ich nachher in den Maps wird das leichter. Bei den Maps farmt man ja sowieso das ganze Gebiet, versucht irgendwie alle Gegner zu erledigen. Das ist immer so ein bisschen das Problem, gerade hier in den Akten, weil dann doch nicht alles dabei ist. Ich habe das auch schon gehabt. Einmal habe ich gedacht, so jetzt holst du dir die, als ich die blauen haben wollte und dann alles gefunden. Ich glaube doppelt und dreifach, nur das, was ich eigentlich gebraucht hatte, nicht. Deswegen sehe ich das jetzt hier gerade in dem Bereich auch nicht ganz so eng an. Naja, vielleicht. So bin ich da gar nicht so scharf, weil das ist so ein altes, das ist eigentlich so ein altes Problem. Also man hat es gerade in den Akten, finde ich, hat man es meistens sowieso schwerer. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, warum. Also wenn man nachher so Akt oder Stufe 10 Maps laufen kann, und dann Stufe 1 Maps farmt. So, dann kann man einfach drüber laufen und macht also so die viele von diesen Herausforderungen und Begegnungen macht man dann automatisch irgendwie mit. Fast ein bisschen leichter als jetzt. Und auch ein bisschen schneller. Und was natürlich jetzt gerade dann, wenn man jetzt vielleicht nicht so ein Power-Spieler ist, dann muss man ja leider ein bisschen auch immer auf, also ich nenne das jetzt mal Zeitmanagement, was ein bisschen Quatsch ist, aber so, und wenn ich jetzt eben jedes Gebiet komplett abgrasen würde, dann hätte ich halt ein bisschen das Problem, dass das würde ja Stunden über Stunden an Zeit extra kosten. So, und in der Zeit kann man dann natürlich vielleicht schon wieder 30 Maps mehr laufen oder so. So. Ich wünsche noch viel Spaß noch hier. Ja, danke auch, dir auch. Bis zum nächsten Mal, Dr. Sickness. Ja, also gerade am Anfang, finde ich, sollte man das auch definitiv ausnutzen. Also bloß, also wenn wer jetzt hier irgendwie noch wirklich Anfänger ist, spielt bloß die Story. Guckt euch alles genau an. Grast alles doppelt und dreifach ab. Macht ja auch Spaß, wenn man es dann eben nicht rechtzeitig zur Liga schafft oder so. Dann spielt man eine Weile Standardliga weiter. Oh, die machen Chaos-Schaden. Konnte ich noch nie leiden.
So, also hier müssen wir die Karte suchen und wir müssen das die Prüfung machen. Also hier die, genau, Aszendenzprüfung. Na gut, ich kann ja mal mitnehmen. Hier müssen wir wohl ein bisschen langsamer durch. Was ist das für eine 51? Oh, ich bin ein bisschen drüber, ne? Was ja nicht ganz so schlimm ist. Ab welchem Level bekommt man so Maps? Die bekommst du eigentlich so, das hängt ein bisschen davon ab, wo du bist. Die fallen ja erst, also eigentlich gehen, die Maps sind eigentlich für die Zeit nach den Akten. Also wenn du Akt 10 durchgespielt hast, dann gehst du in die Maps und die Maps fallen so ab Akt 9. Kannst du mit Glück welche finden, eher so Akt 10. Nee, würde ich auch nicht. Also macht eigentlich auch noch keinen Sinn. Also es hat, ist dann, ich weiß gar nicht, ich habe das, also ich neige ja immer dazu, das immer wieder zu vergessen, dass ich das eigentlich gar nicht will. Das dann doch zu machen. So, weil es ja auch irgendwie Spaß macht. Aber am Ende, gerade so hier in dem Bereich, ganz oft, wobei, also bei der Blei zum Beispiel war das ganz wichtig letztes Mal. Da musste ich ja tatsächlich mit dem zweiten Char noch was holen, was der erste nicht mehr holen konnte. Oder mit dem dritten vielmehr. So, da muss man immer ein bisschen gucken. So, ich will aber noch gar nicht nach unten. Weil da oben ist doch die Aszendenzprüfung. Ach, da hinten bin ich dran vorbeigelaufen. An der Tür. Also diese Liga klicke ich immer auf diese Steinmonografie. Oder will ich immer klicken. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass sie so viel am Leben lassen. So, geht doch. So, Rüstung, Energieschild. Nee, das brauche ich nicht. Ich brauche irgendwas mit Ausweichen und Energieschild hätte ich gern. So, da laufe ich auch jedes Mal wieder rein. Texas! Unklar, wie du like ist. Du hast meinen Teil geschafft. Na, wie so immer, 21 Uhr. 21 Uhr ist immer Start. Das ist meine Zeit. Oh. So, wünsche dir aber trotzdem eine angenehme Nachtruhe. Ja, aber mit der Zeit geht's ja. Also, wenn man da, je öfter man da durchrennt, so und je seltener man irgendwie Neues entdeckt, wenn man so durchrennt, dann ist natürlich auch irgendwann so ein bisschen der Punkt, wo man dann sagt so, jetzt gehe ich mal ein bisschen schneller durch, weil also das Spannende ist dann, also ein bisschen die Char-Entwicklung, ja, die finde ich immer noch super, also wie der sich so entwickelt, ne, ob der mal ein bisschen schleift, die hängen ja auch mal ein bisschen durch, da muss man wieder ein bisschen langsamer. Diese Liga zum Beispiel finde ich total spannend, weil die Bosse natürlich viel, viel knackiger sind. So, habe natürlich auch den Vorteil, dadurch, dass ich ja jede Liga sowieso was anderes spiele, ist das ja jedes Mal wieder aufs Neue irgendwie spannend. So der richtig spannende Moment. Ach, ich wollte das aber nicht als Körperrüstung haben eigentlich. Na egal. Müssen wir mal gucken. Da, was wollte ich jetzt sagen? Achso, aber dann kommt nachher so der Moment, wo man dann einfach ein bisschen durchflitzt. Also das Spannende ist nachher tatsächlich ja so ein bisschen die Maps. So, da eigentlich auch das Gute mit den Herausforderungen, die Herausforderungsjagd. So, und dann eben nochmal gucken, dass man immer wieder was Neues zwischendurch auch mal hat. Doch noch eine Stufe aufgestiegen.
Stimmt, Kenneth. Ja, wohl, das musst du dir ein bisschen abgewöhnen. Rames, guten Abend. Das bringt Spaß mal und nicht in Stress zu sein. Obwohl, den Stress habe ich nicht. Man, du kannst zur Not, ja, kannst du ja immer noch zurückgehen. Ne? Also das ist, obwohl ich habe ja, also für mich so ein Tempo, wo ich dann einfach auch sage, das ist jetzt noch nicht zu schnell. So, dann nehme ich das mit. Also die rauben ja für mich kein Leben. Ne? Also wenn rauben die für sich selber leben. Interessant ist das natürlich, wenn dann überhaupt für mich später mal. Ich glaube, wir könnten schon mal 2 Punkte vergeben und dann holen wir uns tatsächlich erst diesen physischen Schaden. Ja, machen wir mal. So, gibt es denn hier eigentlich noch irgendwo mal Leben dazu? Ein bisschen Leben könnte ich eigentlich auch noch brauchen. Nee, da gibt es noch Leben. Ich glaube, das sollte ich mir vielleicht auch mal irgendwie mal überlegen. Und dann gibt es nachher hier oben. Aber das ist nachher ein bisschen weiter zum Schluss. Okay. Also jeder so, dass er Spaß dran hat. Ne? Das ist natürlich auch irgendwie ganz wichtig. Aber momentan, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das für mich so ein bisschen, dass ich das jetzt als monoton empfinde. Ich habe das einmal gehabt, da bin ich echt durchgerannt. Also dagegen ist das jetzt in der Regel noch ganz nett. Vom Tempo her. Und da war das dann tatsächlich auch so, in Akt 3 ging das nicht mehr weiter. Also es ging mir vor und nicht mehr zurück, weil die einfach, das war dann tatsächlich zu schnell. Das ist natürlich aber wahrscheinlich auch eine reine Übungssache. Ich bin ja mal, weiß ich, so ein Hardcore-Event mitgelaufen und die Leute, die rennen ja, ne, und die sammeln ja echt so im Vorbeilaufen, sammeln die ein. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Also die laufen ja dann so und dann gucken die sich ihre Items nebenher an, so wirkt das. Und die sind dann auch tatsächlich von den Items oder so, sind die nie zu schwach. Also wie auch immer die es machen. Wenn du meinen Channel mit das Gen Toxic Rain Miner spielen könntest. Das wird noch ein bisschen dauern. Also Miner, ich weiß ich gar nicht. Hat mich bis jetzt noch nie so richtig gereizt. In 2 Stunden, 9 Minuten, das ist echt krank. Ja, aber da musst du echt, also gerade jetzt, ja. Aber die wissen ja auch genau, was sie tun. Und das ist immer die Frage, ich weiß gar nicht, wenn das so der erste ist, sowieso ein bisschen schwieriger. Beim zweiten Lauf, mit dem zweiten Char, musst du ja schon die Aszendenzprüfung, kannst du dann schon weglassen. Wenn du Glück hast, hast du eine Tabula Rasa, das heißt, du bist am Anfang gleich ein bisschen stärker. So, und dann musst du natürlich schon genau wissen, was du tust auch. So. Also man muss eben Spaß dran haben, ne? Das muss auch jeder für sich selber so entscheiden. Du musst so ein Mittelding, ne? Also deswegen gucke ich immer gerne. So, also jetzt, wie gesagt, jetzt bin ich ein bisschen zu, also schon ein bisschen zu hoch eigentlich. Jetzt müsste ich eigentlich ein bisschen durchlaufen. Es ist aber sowieso schwer bei der Herausforderungsliga, wenn du nebenher noch Herausforderungen machen willst, dann nicht, und dann aber den normalen Content auch noch machst, dann wird das immer ein bisschen schwierig, finde ich. Ist auch so, ja. Aber hat, glaube ich, nicht unbedingt was mit der, also wie gesagt, ist halt schwerer, Xerxes, als letzte Liga noch. Ich glaube, das machen die auch so. Reine Gewohnheit, der Wille zählt in der C. Wobei die ja diese Liga alle ein bisschen umdenken müssen. So, aber das ist jetzt zum Beispiel so ein Ding, na, hier gibt es jetzt nichts, nicht großartig was zu holen. Also hier kann man dann schon mal ein bisschen durchrennen. So, vor allen Dingen, wenn man jetzt noch ein bisschen schon die ersten Items so hat, wie man sie braucht, gar nicht so viel mehr dran verändern will. Was man jetzt eigentlich braucht, ist Währung und vielleicht um ein bisschen was zu verändern oder sich vielleicht noch was zu kaufen. Und man findet ja eher Währung, wenn man nicht total überskillt ist. Da gibt es ja diese 5-Level-Regel. So, hier haben wir doch gleich ein bisschen was gefunden. Das könnte doch wieder was werden hier. So, und ich weiß gar nicht, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß auch gar nicht, wie viel Chars ich hier schon durchgerannt bin.
Da hat man natürlich nachher am Ende auch irgendwann ganz selten Überraschung. Ich glaube, das ist auch so der Grund, warum sie bestimmte Questen, die teilweise gar nichts mit dem Haupthandlungsstrang zu tun haben, die ja auch keine Fertigkeitspunkte geben, warum sie die immer so ein bisschen in die Herausforderungsgeschichte mit reinnehmen, sodass die Leute da auch mal wieder hinlaufen. Und mal sehen, was es da unter Umständen für Veränderungen inzwischen gibt. Ah, den könnte ich eigentlich mitnehmen, ne? Der steht da gerade so. Und da renne ich immer so Stücke durch und dann ganz plötzlich, völlig unbemerkt, fange ich wieder an zu kriechen. Und schaffe dann aber durch diese Mischung eigentlich auch mal ganz gut diese 5 Level, aber am Ende ist das auch wurscht. Ich finde, das ist das Schöne an PoE auch, dass man das so ein bisschen so spielen kann, wie man da Spaß dran hat. Auch wenn das einige anderes anders sehen, aber so, und der Wille zählt, die ihm das ein. Ja, genau, so sehe ich das auch. Der Wille zählt. Und du musst da Spaß dran haben. Und wenn das für dich passt, ist doch alles gut. Ich fände es jetzt Quatsch, irgendjemandem erzählen zu wollen, dass man das so und so und so zu spielen hat. Also es gibt ja einige, die das sehr gut können und auch gerne machen, aber ich finde es ein bisschen albern. Am Ende ist es ein Spiel. So, ich will jetzt nichts sagen. Oh, ich habe vergessen, überhaupt meine Dings hier zu aktivieren. Ich will ja auch nichts sagen. Also ich will jetzt auch nichts sagen, wenn man jetzt irgendwie tatsächlich E-Sport-Liga spielt und wenn es denn überhaupt eine gibt. Also hier gibt es ja noch keine. So, und man da hin will und dicke, fette Preisgelder kassieren möchte. Aber das ist dann noch wieder was anderes. Aber so. Oh. Da bin ich reingelaufen. Diesmal sammeln wir aber noch ein bisschen. So, also hier haben wir auf alle Fälle schon mal die Anfertigungsoption. Ich komme hier noch nicht zur Prüfung. Da muss ich doch jetzt Tane tatsächlich machen, ja? Storm Mercy, hallo, vielen Dank. Anders sei genug, Spieler. 2900? Ja, ich glaube, das reicht. Shugenya, einen Abend. So, erstmal zwei Ex finden. Hier, Unix. Ja, ja, obwohl du brauchst ja noch gar keine zwei Ex. Also am Anfang der Maps brauchst du es noch nicht unbedingt investieren. Zwei Ex für die erste Rüstung. Es soll wohl Auto-Pickup für die Organik kommen. Ah, oh, das wäre schön. So, also bevor man nicht weiß, wo man so hin will, würde ich mir jetzt erstmal eine günstige Sechslink-Rüstung kaufen vielleicht. Es sei denn, der Bild gibt jetzt irgendwas Besonderes vor. Es hängt natürlich darauf an, was man für ein Bild man spielt. Ich würde mal sagen, Glückwunsch, ne? Also wirklich Glückwunsch. 2x. Ein Sechsling ist gut, genau. Wenn du eine 2-Handwaffe spielst, dann konntest du dir eigentlich 2-Sechsling. Würde die erst tatsächlich mal in Chaos eintauschen. Also ich würde sie verkaufen für Chaos. Sphären und dann würde ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo eine Sechsling jetzt momentan liegt. Oder du wartest noch ein bisschen, weil die bestimmt im Laufe der Woche im Preis noch deutlich fallen könnten. Aber gleich 2x, mein lieber Mann. Da hast du echt Schwein. Also merk dir diesen Moment für die nächste Liga. Da kann es schon wieder ganz anders werden. Oder so, in der HC sieht es wieder anders aus. Ja. Ah, ja, dann tatsächlich, ja, gut. Ja, richtig. So, Nisink, mit dir wollte ich mich noch gar nicht unterhalten. Ich wollte doch jetzt tatsächlich hier noch 2x finden. 2x. So, was haben wir denn hier Schönes? Zusätzliche Waffen. Ich weiß noch gar nicht, was mir fehlt. Aber das ist ja was man nachher auch ein bisschen fahren muss. Nehmen wir Waffen. Ja, nehmen wir Waffen.
Lebensraub. Nee, nehmen wir nicht. Harte kritische Treffer. Untot. Na gut. Ich glaube, ist alles schlecht, oder? Ist da nicht wirklich was. Nehmen wir trotzdem den. Den nehmen wir. Weissagungskarten. Extra Leben, Raserei bei Verwundung, erweckt Untote. Ah, nee, komm, dann nehmen wir mal hier. Wir machen es jetzt mal ein bisschen leicht. Den und den nehmen wir auch. Wird wahrscheinlich schlimm genug werden. Ja, ja, ich merke das schon. Oh. Was war das? Nein! Oh, so einen Fiesen habe ich auch noch gar nicht gehabt. Und ich habe den extra leicht gemacht, hatte ich den Eindruck. Ah, 24 Stunden, 3 Ex. Ah, das ist echt Schwein, ja. Oh, das ist aber super, Glückwunsch. Also wenn das denn so schnell ging... Das ist auch ein zäher Vorgang, ne? Ich weiß nicht, mit wie viel Chars hast du das Onigoroshi gesucht? Warte mal, kann ich auch hier gerade durchlaufen? Ja, kann ich. So, wo ist denn das Biest? Will ich das noch haben? Aber ich setze jetzt erstmal ein Portal. Vielleicht sollte ich hier einfach auch den Wegpunkt aktivieren. Das wird das auch nicht unbedingt schwerer machen. My mana is gone. Ach so, hier, das ist der Seuchenfußboden gewesen, ne? Genau. Deswegen, okay, da stand ich natürlich auch mittendrin. Dann ist das natürlich gar kein Wunder, dass ich gestorben bin. Ein edler Dreispitz, aber kein Feeling. Könnte ich eigentlich auch weglassen. Saphirfläschchen. Ah, nehmen wir mal mit. Wahnsinn. Auch von Level 6 bis ist echt zäh. Ja, ich weiß, es ist fürchterlich monoton. Aber mit 3. Wenn du es jetzt einmal gefunden hast, hast du es einmal gefunden, dann würde ich jetzt tatsächlich mit den anderen beiden, also lösche die bloß nicht, würde ich das, was weiß ich, so die nächsten Tage immer mal wieder so, also 2-3 Mal rüberlaufen und dann erst anfangen zu spielen. Irgendwann fallen die ja auch. Und dann kannst du die nämlich auch verkaufen. Im Atlas kann man einfach das Portal spawnen und sofort wieder hin. Ja, das stimmt. Das hätte mir jetzt hier wahrscheinlich gar nichts genutzt. Du hast recht. We have woven a tale. So, sind wir doch mal gespannt. Obwohl, ich müsste einmal zurückgehen. Ne? Ich habe so viel Kram. Ich wollte ja eigentlich gar nicht mehr so viel einsammeln immer. Ach, es geht aber. Es war schon mal viel schlimmer. So, was kann weg? Also das kann definitiv weg. Nee, das wäre eine schlechte Idee, wenn ich das machen würde. Das kann definitiv weg. Der Bogen weiß ich nicht. 23 bis 70. Käme drauf an, was draus wird. Also hat auf alle Fälle schon mal mehr physischen Schaden. So, die sind ja jetzt nicht, bestimmt nicht besser als meine. Rüstung, Ausweichwert. Was haben wir denn da an? 10%. Das könnte ich vielleicht tatsächlich nochmal probieren. Lohnt das? Also die kann weg. So, und das Ding kann eigentlich auch weg. Das kann ich auch so verkaufen. Nein, das nehmen wir nicht. Den Bogen wäre eine Möglichkeit. Können wir vielleicht erstmal behalten. Ich habe ja noch Platz in meiner Kiste. So, weil das natürlich auch noch ein weiteres Vierling ist. Packen wir das mal hin. Da muss ich doch tatsächlich, glaube ich, mal irgendwann mal ein bisschen wieder durchforsten, was ich davon bestimmt nicht mehr brauchen kann. So, ich glaube, davon brauche ich auch nicht so viele mit. So, Gemmen mit Qualität. Flasche. Brauche ich die? Können wir mal gucken.
Was hat der gehabt? Erhöhter Ausweichwert. Elemente, ich glaube, Ausweichwert ist mir lieber. Auch wenn es nur zufällig ist. Erhöhte Wirkung für kurze Dauer. Die könnte ich mal irgendwie auch bewahren. Habe ich da schon so ein Fach? Ne, habe ich noch nicht. Muss ich auch nochmal machen. Ne, ja, komm, die verkaufe ich jetzt. Greetings. Gegenstände verkaufen. Das macht keinen Sinn. So. Till next time shall we keep, Savior. So, 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 so. Kammer der Sünden. Dendrion, guten Abend. So, was war ein Bug? So, diese Drops sind Akt 6, Twilight Strand. Echt? Aha, obwohl das eigentlich nicht so dramatisch wäre. Also das, weiß nicht, ohne Geräusche, ich weiß nicht, was hat denn das jetzt für einen Wert? Wir können ja mal gucken. Gucken wir einfach mal, was das Ding dann jetzt tatsächlich wert ist. Kann man es gar nicht vorstellen. Also es fällt ja immer, ne? Also ich sag mal, kurze Zeit nach Ligastart fällt das immer im Preis. Ohne Goroshi, mal gucken. Metamorph habe ich eingestellt. Wo sind wir da preislich gerade? Bei 74 Chaos. Ah, das ist jetzt nicht wenig unbedingt. Für, naja, 1, 2, 1, 2, 3. 3 mal 24 Stunden? Nee, das ist okay. Also der Preis. Ich würde es jetzt nicht verkaufen. Das ist aber ein normaler Vorgang. Das steigt auch wieder im Preis. Das ist, ich weiß nicht, die ersten ein, zwei Tage ist das wahnsinnig viel wert, dann fällt das rapide, weil das am Anfang ja viele, also gerade am Anfang einer Liga, farmen das immer viele, egal wo sie es finden, dann fällt der Preis immer teilweise, wie gesagt, so wie jetzt hier unter 100k aus, dann pendelt der sich nachher irgendwann wieder ein und dann geht es auch wieder nach oben, weil irgendwann wird der mal weniger, die Dinger sind alle verkauft, neue Leute fangen an, normalerweise steigt der wieder im Preis. Also ich würde es, wenn man es nicht verkaufen muss, würde ich es jetzt nicht verkaufen. So, wann ist der Bestie angekommen? Oh, drei Access an einem Nachmittag. Obwohl, ich habe ja letzte Liga, habe ich ja einen Doktor gefunden. Das fand ich auch nicht schlecht. Und ja nicht mal gesucht, ne? Das ist ja mal so das Schöne. Den habe ich ja dann auch umgesetzt. Mir ein bisschen Spielzeug dafür gekauft. War ganz gut. Mal Liga, Rosa Heiligtum. Wollen wir doch mal gucken. Vorher komme ich ja nicht weiter, ne? Kann ich ja machen, was ich will. Ja, das glaube ich auch. Mist, und ich war nicht da. Aber 74 ist jetzt noch kein so rapide schlechter Preis. Also für die Geschichte. Ich glaube, dass das leider gar nicht so viel ausmacht. Es kommen ja auch nicht so viele wirklich in so kurzer Zeit, also im Verhältnis jetzt, zu der Gesamtzahl der Spieler daran. Ich denke mal, der wird auch wieder steigen, der Preis. Ich war schon überzeugt. Beauty will grow from your remains. Betonung liegt natürlich auf fast, aber. Wie sehen eigentlich meine Widerstände aus? Ich glaube, die waren gar nicht so schlecht. Was haben wir hier? 52 haben wir jetzt. Ah, sieh, guck mal. Ist doch gar nicht mal so schlecht. So, jetzt nehmen wir den mal mit. Also das Auto-Pickup, echt, das ist, wäre gar nicht so schlecht. Obwohl, irgendwas ist ja immer, ne? Ich fand die Blight-Ereignisse, die haben ja auch immer ewig gedauert. Vor allem, wenn man auch die Monster verlangsamt hat. Dann war das ja auch jetzt nichts so Schnelles.
So, wo hätten wir lang gemusst? Da unten, ja. Komplett in die falsche Richtung gelaufen. Sehr gut. Ah, so konnte ich das wenigstens noch einsammeln. Dass mal nichts ist. Und da liegt auch noch eins. Deswegen habe ich das auch extra gemacht. Ja, zeige ich dir. Du kannst allerdings... warte, ich zeig dir den. Musst du kurz warten. So, jetzt ist mal Ruhe. So. Ihr könnt auch unten immer gucken, ne? Also unten muss irgendwo ein Link sein. Fuchtel hier auch mit den Händen rum, ne? Dann zeige ich nach unten, auch wenn ihr es nicht sehen könnt. Und da ist ein Link zu meinen ganzen Chars. Und das hier ist Schicksalsfeier, glaube ich, habe ich die genannt, ne? Ja. Könnt ihr euch da einmal angucken. So sieht der, aktuell sieht der so aus. Hoppala. So, hier kriegt man eben ein weiteres Totem. Hier klassischer Bogenschaden. Auch hier Projektilschaden und so weiter. Bewegungsgeschwindigkeit. Hier unten kritische Trefferchance. Hier habe ich ein bisschen Mana-Raub mitgenommen, weil ich da ein paar Schwierigkeiten hatte. Das soll dann irgendwann wieder freigegeben werden. Ich denke mal, dass ich hier will ich noch ein bisschen Lebensraub mitnehmen für die Bosse nachher. Dann will ich hier ein bisschen Schaden noch mitnehmen. Dann müssen wir natürlich irgendwann wieder ein bisschen Leben gucken. Und da muss ich mal schauen. Also mehr weiß ich jetzt allerdings noch nicht. Vielleicht noch Rasereiladung, noch ein paar zusätzliche. Xeruk, guten Abend. Ja, das ist fürchterlich. Irgendwann ist Leben weg, ne? Obwohl, du hast hier oben, ich weiß ja nicht, was du jetzt genau... Also, warte mal, Leben. Hier oben gibt es ja noch welche. Da braucht man alle. Da muss man allerdings natürlich schon ein bisschen hier laufen dann. Hier ist nochmal Leben, da. Ne, das, glaube ich, bringt mir nichts. Da oben wäre noch, aber ich weiß nicht, also... So, hier unten sind natürlich überall noch Lebenspunkte. Ich glaube, hier ist auch noch Leben dabei. Ja. So, das heißt also, ich werde wahrscheinlich irgendwie auch hier noch drüber müssen. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit bringt mir natürlich auch was. In dem Zusammenhang dann. Oh, da ist ein Schrein. War meiner. Kekaro, ich habe diesmal auch wirklich aufgepasst. Keine 200 Daily Missions. Ich habe mir gleich gedacht, das guckst du als erstes. So, aber wir werden diese Liga ganz viele Sahne-Missionen machen müssen, um an den Ältesten und so zu kommen. Da müssen wir ja auch noch ran. Und die findet man ja, glaube ich, nur über die Sahne-Missionen, ne? Wenn ich das noch so richtig weiß. Also von daher, da ist irgendwas gefallen. War ein Vierling oder ein Fläschchen? Fläschchen. ...1500 Maps heißt das. Oder 750 Maps, wenn du überall doppelte Bosse läufst. So. Seit gestern Abend schaue ich mir das Game an, Xeruk. Ja, herzlich willkommen. Viel Spaß. Auf alle Fälle. So, wenn Fragen auftauchen, immer gerne mal stellen. Hier sind, glaube ich, auch doch viele, die sich ein bisschen auskennen. My mana is gone. Himmel, wie viel sind denn da drin? Da habe ich nicht mit gerechnet. Was war denn da so schlimm dran an denen? Ich glaube, das liegt ein bisschen an meinen Widerständen, oder? Blitzwiderstand, ja, okay. Da hakt es ein bisschen. Wollt ihr doch gerne nochmal über die ganze Map laufen. Gibt aber auch Maps mit 4 bis 5 Bosse drauf. Hier gibt's auch. Ja, stimmt. Hast du recht. Gibt's auch. Musst du jetzt mal überlegen. Die Wahlpyramide zum Beispiel... Ich glaube, die heißt die nur Pyramide? Nee, Wahlpyramide, ne? Da zum Beispiel. Wie viele sind das? Ich glaube, das sind immer 3.
So, wo sind denn noch mehr drauf? Da gibt es noch diese eine, das sind, ich glaube, da sind sogar 4 Bosse drauf. Wobei ich jetzt nicht weiß, natürlich, das wäre mal interessant, ob die dann wirklich auch als 4 Bosse zählen oder ob das nur wieder so ein Übersetzungsfehler ist. Weil das doch ganz anders gemeint war. Das müsste man direkt mal ausprobieren. Geht natürlich ein bisschen schneller, wenn da immer 4 Bosse drauf sind. Und wenn du die dann noch mit doppelte Bosse läufst, dann sind da ja 8 drauf. Ach, dann hat man die ratzfatz zusammen, die 1500. Ich weiß gar nicht, welche Map das ist. Das gibt diese eine. Oh Mann, wie heißt die? So, hier muss noch irgendwo einer rumlungern. Da! Wollte sich vor mir verstecken, ja? Diebesgewand. Hm, aber leider kein Feeling. Schade. Das wäre ihr Preis gewesen, vielleicht. Ich glaube, mein Chaoswiderstand sieht auch schlecht aus, ne? Ich glaube, ich werde gleich wahrscheinlich auch nochmal sterben müssen. Ich muss zusehen, dass ich bei den Widerständen ein bisschen was tue, glaube ich. Ich befürchte fast, das wird nicht leichter werden jetzt. Ich muss vielleicht doch mal ein paar Ringe umwandeln. Korallenruine. Sind das alle? Das sind auch genau, da sind auch ein paar Bosse drauf. Stimmt. Aber die meinte ich gar nicht. Shelby, vielen Dank. Das wird ein Riesenspaß. Ja, das glaube ich auch. Was? Korallenruine? Nee, welche meine ich noch? Ah, Mann. Da läuft man so, das ist so wie alte Dächer, da läuft man irgendwie drüber. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Da ist nachher irgendwie, ich weiß nicht, da ist einer mit Wirbelsturm ist dabei, da ist Magier dabei, der reißt mich immer in Stücke. Also da ist schon echt was los. Also das wird eine richtig klasse, das wird eine Gaudi. My mana is gone. Aber das gucken wir uns an, ob das wirklich was bringt. Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ob ich da vielleicht gleich doppelte Bosse drauf machen werde, aber... Aber es würde zumindest einiges vereinfachen. Müsste man direkt mal rechnen, ne? Wie viele Maps man da am Tag laufen muss. Aber das will ich doch mal tun. Hier sind gerade keine... So, meine Ratte, die ist jetzt auch erst ein bisschen später gekommen. Hm. So, da will ich doch direkt mal rechnen. So, ich gehe mal von 90 Tagen aus, ja? Ne, 90 Tage schaffen wir ja nicht mehr. Gehen wir von 80 Tagen aus. So. 1500 durch 80, sagt mein Taschenrechner. Sind nur 20 Maps am Tag. Ups. So. Nuki, danke. Vielen Dank, dass du da warst. Also wenn ihr Lust und Zeit habt, ne, ich habe das glaube ich vorhin schon mal erwähnt, aber ich kann es ja nicht oft genug sagen. Diese Woche, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Wenn ihr Lust und Zeit habt. Allerdings auch nur. So, Sunshine, Bea, Z. Musst du mir nochmal erklären, ne? Bea oder Beats, vielleicht könnte das auch Beats heißen. Auch dir eine gute Nacht, Nuki eine gute Nacht. Aziri, das ist so ein Wirbelheini. Ja, ich glaube, ja. Danke gleichfalls. Gibt es irgendeinen Malus, wenn man stirbt? Eigentlich erst so richtig in den Maps. Also ich glaube, nach dem ersten Kitama gibt es ein bisschen Abzug, glaube ich hier. Aber nur hier unten Erfahrungspunkte und nachher in den Maps. Also wenn du Akt 10 durch hast, hast du zweimal Kitama, dann gibt es auch ein bisschen mehr Abzug. Dann fängt es auch an, ein bisschen nervig zu sein. Wenn du nachher so Stufe 90 marschierst. So ab Stufe 85 aufwärts, dann wird das immer schwerer, weil die Maps dann immer höher sein müssen, um vernünftige Erfahrungspunkte zu kriegen. Aber das ist dann allerdings auch alles. So, dann wollen wir doch mal gucken. Dann wollen wir doch mal gucken. Das ist so schade, ich würde die gerne direkt dahin, aber es geht nicht. So, Maligaro, geh weg.
Das muss irgendwas mit dem Sperrfeuer zu tun haben. Ich muss direkt mal Sperrfeuer mir angucken. Lass das. So, die Lunge haben wir schon mal vom Schwarzen Tod. Oh, mein Leben geht langsam ein bisschen zur Neige. Also mein Lebensflash hier, meine ich. Wir wollen so ein bisschen Unterstützung. So. So, der macht mich jetzt gleich noch ein bisschen fertig hier. Das macht er eigentlich immer. Ja, das ist ja Tane, das ist echt nett. Das ist, lenkt auch gar nicht ab. Oh. Was war das? Verbindung wurde unerwartet unterbrochen? Die Lumpen. Was war das? Man könnte ja sagen, ich war kurz davor zu sterben. Dann habe ich die Taste gedrückt. Mann, was ist das denn? Kann keine PvP-Liste. Grund, der Vorgang wurde wegen Zeitumschreitung abgebrochen. Hier stimmt ja was nicht, oder was? Ja, ich würde mal sagen, das war's. So, aber ich kann ja immer behaupten, ich hätte ihn gekriegt. Definitiv. Das mal positiv. So, irgendwie raus so. So, du kannst spielen, wer weiß. Wie lange? So, probieren wir es nochmal. Vor allem um die Uhrzeit. Hallo? Ne, jetzt ging's. So, wenn ich jetzt ganz großes Glück habe, habe ich ein Portal aufgebaut. Nein, habe ich ja vorsichtshalber nicht. Kann man ja sünden? Dann sind die noch da. Ansonsten, ja, Halleluja. Huh. Das wäre mit dem an sich, ne? Es ist eigentlich genau der richtige Moment jetzt zu sagen, aufzuhören und zu sagen, Mensch, ja, ich habe den geschafft. Ich hätte den ja geschafft. Ich konnte ja nur nicht. Eigentlich wäre das ein super Zeitpunkt. Aber er ist jetzt geschwächt und ich bin nicht gestorben. Man kann auch, ich bin, glaube ich, ich weiß gar nicht, kann man mit einfacher Escape-Taste? Gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, wenn man sieht, man stirbt, soll man ja auch sehr gut leveln können dann. Weiß nicht, ich kann das einfach nicht. Übers Herz bringen, mich dann auszulocken. So, meine Lebensfläschchen waren leer. Eigentlich haben die mich so ein bisschen gerettet, wahrscheinlich. Guck mal, das ist auch so ein Ding, ne? Statt dass ich jetzt an der Stelle... Ach, guck mal, was ich da noch Schönes gefunden habe. Statt dass ich da an der Stelle jetzt einmal ein Portal aufmache, einmal ganz kurz raus gehe, um meine Fläschchen wieder aufzufüllen, quäle ich mich da bis zum Ende durch, weil man das sonst immer so gemacht hat. So, Maligaro, jetzt bist du fällig. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Make sure we don't let them go to waste. Ja, jetzt wäre die Frage, da habe ich natürlich keinen, ne? Da habe ich nur so einen seltenen. Wenn ich die nehme, die zählen ja wahrscheinlich nicht als seltener, oder? Ah, das wird aber übel dann. Das wird aber übel. Lecker, vielen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Das wird aber übel. Welches nehmen wir? Tatsächlich bin ich dann für Währungsgegenstände. Könnte ja auch was Gutes dabei sein, ne? Ätzender Blitz. Telekinetische Klingen, die sind doof. Ah, seltenen Schmuck will ich nicht. Komm. Also mehr als sterben kann ja eigentlich nicht passieren. Lebensregeneration ist blöd. Das will ich gar nicht haben. Extra Schaden ist auch doof. Lebensregeneration ist blöd. Hat er auch nicht gut. Erhält Energieladung. Das ist ja auch nicht viel besser.
Gut, dann machen wir mal hier so einen einfachen damit rein. Der wird ja nicht viel bringen. Lebensraub, ach Mensch. Ne, Lebensraub will ich nicht. Ich glaube, das wird mir zu knackig. Also das wird knackig, das wird echt böse. Sieht aus wie ein MG. Ja, genau. Und da dachte ich jetzt, so ein Science-Fiction-Setting dahinter, das müssten die doch eigentlich locker machen können. My mana is gone. Portalrolle. Einmal kurz. Achso, hier geht das ja gar nicht. Ich muss hier einmal ganz kurz zurück. Brückenlager. Also am Anfang lief das gut. Ne, der hat am Anfang gut geschlafen da. So, kann man der Sünden. Jetzt müsste ja eigentlich alles aufgeladen sein. Ja. So, nächste Runde. Wie viele Versuche habe ich noch? 1, 2, 3. Nehmen wir mal hier. Einmal hat er mich jetzt erwischt. Naja, vielleicht. Wir können ihn aber noch schaffen. Ich glaube, das ist mir jetzt auch wert. Nicht da in der Giftbeute stehen bleiben. Naja. Naja. Ich habe mir das jetzt irgendwie besser vorgestellt. Muss ich ehrlich zugeben. Also ein bisschen schon. Ist da denn sonst noch irgendwie was? Ich kann es gar nicht glauben jetzt. Also ein bisschen enttäuschend war das jetzt, fand ich. Oder? Also ich fand jetzt echt, ich habe jetzt irgendwie doch mit ein bisschen mehr gerechnet. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ging es denn hier runter? Also irgendwie schon. Also ein bisschen enttäuscht bin ich jetzt. Na, hier geht's runter. Naja, obwohl, nee, du musst eigentlich, im Prinzip musst du die eigentlich nur, also am Anfang vielleicht noch ignorieren und du musst nachher, ich sag mal, für, also wenn du nachher einfach farmst, ne, wenn der schon ein bisschen weiter ist und du ein paar Maps und hier, was weiß ich, Currency und so solche Geschichten farmst, da kannst du eigentlich super auch Maps laufen, die deutlich unter deiner Stufe sind, dann hast du da eigentlich überhaupt gar keine Bauchschmerzen mehr mit, normalerweise. Also das hat sich eigentlich so ein bisschen empfohlen. Also habe ich zum Beispiel bei der Liga, bei der Legion-Liga habe ich da ganz viel gefarmt. Da bin ich dann, aber musst ja natürlich welche aussuchen, die du auch schnell laufen kannst. So, jetzt will ich doch mal gucken. Hat der irgendwie... Nee, ich weiß nicht, warum man die weg... Wahrscheinlich von der... Da tatsächlich doch von der Aufprallwucht der Pfeile, oder? So, aber wenn du dir eben solche Maps raussuchst, die du da relativ schnell machen kannst, dann hast du natürlich den Vorteil, dass du die relativ schnell laufen kannst. Findest du ja in der Normalfall auch irgendwie was. Ich würde die jetzt vielleicht auch nicht alle mit einer Sphäre der Alchemie immer versehen.
Aber es bietet sich dann irgendwann an. Also viel wie möglich. Ja, obwohl du kannst ja viele Sachen. Ich sag mal, du kannst ja auch, also wenn du die läufst, also erstens kannst du die Dinger mitnehmen. So, diese Mechaniken dann. Versteckte Tempelruinen. Habe ich die schon? Weiß ich jetzt gar nicht. My mana is gone. Kommt mir gar nicht bekannt vor, wenn ich ehrlich bin. Aber man weiß das ja nicht. Hier ist ja nichts mehr. Also das sollten sie auch wegmachen. Habe ich das jetzt... Hat er mir irgendwie eine Meldung gegeben, dass er das... Demnach habe ich das wohl schon. Na, hier ist kein Monster mehr. Also ich habe die schon, aber muss ich die hier mitnehmen, sonst geht das nicht. Ach da, versteckte Tempelruinen freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, habe ich die schon? Müsste ich jetzt echt lügen, weiß ich gar nicht. Du kannst eben auch noch ganz andere... Welche Pfeile abprallen. Ja, nee, das stimmt. Ich meine nur, weil die wie so einen Zurückstoßen-Effekt eben haben. Oh, das ist gut. So, aber du kannst ja diese Maps eben auch, die niedrigstufigen Maps, kannst du ja auch laufen mit den Effekten, die du brauchst. Oh, der hat aber ganz schön... Kollege. So, wie jetzt zum Beispiel mit Sana-Mission oder ich weiß gar nicht, was wir noch irgendwie brauchen. Was brauchen wir denn noch hier? Ich nehme mal irgendwas anderes. Hier doppelte Bosse zum Beispiel. Kannst du ja auch immer mit doppeltem Boss laufen, als Beispiel. Zum Beispiel. Oder kannst du eben immer mit den Sana-Missionen machen. Also man läuft natürlich durch die niedrigstufigen Maps auch noch ein bisschen schneller durch, als durch die hochstufigen. So, die Bosse werden ja auch irgendwas fallen lassen. Also, so, ich meine, nachher wird es sowieso knackig. Weil ich glaube, bestimmte Dinge... Ich weiß gar nicht, das sind auch gar nicht so viele... Sind das so viele Sachen jetzt für die spezielle Metamorph-Liga-Mechanik? Ich glaube, da ist gar nicht so viel, oder? So, wo mag dann wohl das Labyrinth sein? Das ist die falsche Richtung. Obwohl, ich könnte jetzt hier einfach ein Portal aufbauen. Weil ich glaube, da ist doch gleich ein Portal nach der Tür. Glaube ich. Wenn ich mich irre, heißt es. Das ist mir jetzt egal. Das ist hier, ich krieg eh nichts Dolles. Probier's trotzdem. Wiebandschlag. So, mal gucken. Zur Not renne ich einfach weg. Ich habe auch ein Portal aufgemacht. My mana is gone. Also ich war der Meinung, ich hatte ihn eigentlich schon tot. Wer macht denn hier das mit dem Leben? Wer ist denn der mit dem größten Kreis da? Der muss weg, der muss weg, der muss weg, der muss weg, der muss weg. So. Oh. Ah, blaue Items.
Nee, ich glaube, die stand, letzte Mal stand die auch mal da. Ich tippe mal, ich habe das schon. Das könnten die aber gerne noch machen, dass die sich da irgendwie was einfallen lassen, damit man da nicht immer zweimal rein muss. Also, dass sie die vielleicht ausblenden oder das Symbol weglassen. Oder das wäre echt nochmal schick. Oder ich muss mir echt so eine Liste schreiben. So, ich wusste doch, dass da gleich ein Portal ist. Das heißt, da kann ich doch hier zurück. Brückenlager. So, und da müsste doch hier eben genau. Und jetzt kann ich dann die Aszendenzprüfung suchen. Die ja hier irgendwo auch noch sein muss. Da hinten ist das Buch. Ist auch schön, dass ich da wieder dran vorbeigelaufen bin. Ja, wo ist sie denn? Ah, Nico hat mich so abgelenkt. Nico ist schuld. Würde ich mal so sagen. Rufa, vielen Dank. Da ist sie ja. Oh, da ist sie. Is slender and perfidious, fraught with missteps of ambition and despair, egotism and doubt. Should you choose this road, beware those who waylay your hopes and disembowel your dreams. Remain sure and remain true. So, hätte ich da hinten noch irgendwie einen Hebel? Ne, das sind die Hebel da. Muss ich wahrscheinlich hier lang. Ah, angesägt. Muss ich da aus irgendeinem Grund durch? Nein. Ah. Aua. Ich glaube, der Lord möchte mich gerne mal wiedersehen. Habe ich so einen Eindruck? Das ist eine Tabula Rasa, was du da gefunden hast. Stimmt sich das? Fuska, vielen Dank. Das ist quasi so das Ding, wo ja viele dann... Oder echt viele wirklich scharf drauf sind. Die dürfte sogar tatsächlich, ich könnte mir vorstellen, weiß gar nicht, also wenn du sie selber nicht nutzen willst. Das Schöne ist eben, dass du da alle beliebigen Sachen reintun kannst. Die ist immer super zum Ausprobieren. Du kannst jetzt sofort theoretisch ab jetzt mit einem 6-Link spielen. Haust natürlich dann entsprechend raus. Hast halt dafür, was weiß ich, halt ein paar Eigenschaften, aber das ist so am Anfang, ist das ganz interessant. So, aber wäre mal interessant, was ist denn die Tabula Rasa noch wert? Ich finde, dass die leider auch immer viel zu schnell im Preis fällt. Ah, guck mal, die sind noch 17 Chaos, ist die momentan nur noch wert. Ist jetzt auch nicht so der Reißer unbedingt. Manikur, vielen Dank. So, Ladies Gentlemen, 23 Uhr. Ich mache jetzt aber Feierabend für heute. Vielen Dank, dass ihr heute alle da wart. War echt spannend. Liga finde ich total klasse bis jetzt. Macht mir echt viel Spaß. Und morgen geht es dann weiter, 21 Uhr an der Stelle. Da machen wir den Akt 7 machen wir morgen fertig. Ja. So, danke. Wünsche ich euch auch. Also, ich guck mal, wer denn heute noch, ob dann da heute noch einer der üblichen Verdächtigen streamt. Ich könnte mir das gut vorstellen. Und dann können wir da nochmal hinhuschen, wer denn von euch noch ein bisschen gucken möchte. So, das war die falsche Seite. So. Da schauen wir noch mal. So, wenn ich das hier richtig sehe, dann ist
Stone Cool noch am Stream. Ich guck noch mal rein hier. Da könnten wir sonst da noch mal hingehen. Der freut sich bestimmt. Ja, würde ich einfach sagen. Nehmen wir doch den mal, oder habe ich da irgendwie Pillebrille? Auch witzig. Ja, alle anderen sind schon, haben schon Schluss gemacht. Obwohl da echt viele Streamer sind, ne? Wenn ich da so an die letzte Zeit in der letzten Liga denke, da war ja echt so gar nichts los. Jetzt sind das echt wahnsinnig viele. So, er kommt da gar nicht zum Laden. So, aber dann nehmen wir mal Stone Cold, würde ich mal sagen, heute Abend. Schauen wir da nochmal einen Moment rein. Wer also von euch Lust und Zeit hat. Also wie gesagt, diese Woche streame ich am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag. 21 Uhr geht es immer los. Wer Lust und Zeit hat. Ich bedanke mich bei allen, die heute anwesend waren. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Wer noch mit möchte, wir gehen jetzt nochmal zu Stone Cold. Rüber. Ach nee, Raid muss da auch noch mit rein. So, wer da noch mit möchte, da gucken wir noch mal kurz rein. Da könnt ihr euch noch gerne noch ein bisschen unterhalten lassen. Ist auch mal ganz lustig. In 3 Stunden fange ich auch an. So. Also schauen wir mal. Ne? Vielen Dank an alle, wie gesagt, dass ihr da wart. War echt lustig. Liga macht auch echt bis jetzt wahnsinnig Spaß. Und wir schauen einfach mal, was dann da noch so passiert. So, und da gucken wir da mal rein. Der ist nämlich auch fleißig dabei. So, und dann gehen wir rüber. Allen anderen, vielen Dank und einen wunderschönen Abend, die jetzt nicht mitkommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.